Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Willkommen in einem neuen Bewusstsein, in einer neuen Welt. Das wünschen wir uns alle, ein neues Miteinander. Wie können wir das kreieren und verwirklichen? Was braucht es dafür, ein Bewusstsein? Darüber spreche ich heute mit einem Menschen, der sich seit Jahrzehnten damit beschäftigt. Der ist für mich ein Poet und ein Mystiker, ein Wortkünstler. Und das ist Karl Gamper. Ich grüße dich. Hallo Karl. Hi Thomas, ich freue mich sehr und vielen Dank für die Einladung und danke, dass ihr dabei seid in der großen Mystiker-Family. Sehr schön, sehr gerne, herzlich willkommen und euch viel Freude. Ja, willkommen ihr Lieben, hallo Karl. Schön, dass du hier bist. Für euch mal zur Info, im Titel steht ja Schwala und Karl. Schwala kommt auch noch zu uns, keine Sorge. Aber jetzt sprechen wir erstmal mit dem Herrn der Schöpfung. Grüß dich, Karl. Weil wir kennen uns seit langem. Es gab schon mal ein Gespräch vor vielen Jahren, wo du auch hier im Studio warst. Und ich finde, du bist so ein Wortkünstler, so ein Poet. Du umschreibst und beschreibst so schön über Bewusstseinsthemen à la Couleur. Und es geht dir halt auch um ein neues Bewusstsein, das wir uns alle wünschen und erwünschen. Was würdest du sagen, was wäre dieses neue Bewusstsein, in dem wir uns hineinbewegen, wo vielleicht auch ein leichteres, entspannteres Leben möglich sein könnte? Wie würdest du es beschreiben? Ja, gerade das Zweite, das halte ich für extrem wichtig, dass wir verstehen können, in dem Augenblick, wo wir uns hineinfallen lassen können in den großen Geist, also auch in den Geist der Liebe, in dem Augenblick sorgt auf geheimnisvolle, geradezu mystische Art und Weise auch das Leben für uns. Das heißt, wenn wir das verstehen, dass das, was die Quantenphysiker und die Mystiker seit Jahrtausenden sagen, alles ist Bewusstsein, alles ist dieser große Geist. Und all das ist auch so seit Jahrhunderten ja auch bewiesen. Das ist ja nicht etwas, was ich da als Neuigkeit bringe, sondern wir erkennen, alles ist Geist. Schon Hermes Trismegistos hat das einmal gesagt vor Tausenden von Jahren, alles ist Geist, das All ist Geist. Das bedeutet zu verstehen, auch wir sind Geistwesen und wir können uns hineinfallen lassen in diesen großen Geist und dieser große Geist sorgt für uns. Und die Voraussetzung dafür ist zu verstehen und zu erkennen, was unser Schöpfergeschenk ist. Und ich habe so den Eindruck, dass das viele Menschen nicht genau wissen. Mhm. Die glauben, wir seien so Manifestatoren, was stimmt. Und es ist eine Fixierung auf das Außen. Mhm. Doch tatsächlich wissen wir ja alle, das Königreich ist innen. Also dieses Königreich innen, das ist im Grunde genommen unser Neuland. Und Milliarden Menschen tun das nicht. Mhm. Das heißt, Milliarden Menschen kehren nicht ein und haben keine Realität darüber, oder sie tun es nicht, die eigene innere Landschaft zu gestalten, wie ein Gärtner, wie ein Architekt. Und das macht es aus. Dann entsteht wie von alleine, wie aus Zauberhand, selbst organisieren, im wahrsten Sinne des Wortes, ein magisches, wunderschönes, mystisches Leben. Ich sage es lieber mystisches. Weißt du, so geprägt von Liebe. Mhm. Geprägt von Liebe. Und wir haben uns inkarniert in genau diese Zeit, also in diese Achsenzeit, in diese Zeit der großen Veränderung, wo eine Zeitepoche zu Ende geht und eine neue beginnt. Und das Wesen der alten Zeitepoche war die Trennung. Deswegen heißt das auch aus hinduistischer Sicht beispielsweise Kali-Yuga. Mhm. Und Kali bedeutet der Keil. Und das neue Yuga bedeutet Satya-Yuga. Und das ist Yuga des Neuen bedeutet, lassen wir diese optische Täuschung, die nannte Einstein so, die optische Täuschung fallen, dass das Leben an irgendeiner Stelle vom Leben getrennt wäre. Und das ist eine aufregende Idee. Lass alle Trennungsgedanken fallen. Das bedeutet, lehn dich hinein ins Leben, komm an und erkenne, wir sind verbunden im großen Feld der Einheit. Und hier ist sozusagen der zentrale Ansatz meiner Arbeit, in der Einheit die Vielheit zu erkennen und zu würdigen. Was hilft uns da, mehr in dieses Bewusstsein zu kommen? Weil vielleicht haben wir jetzt Zuhörer, Zuhörerinnen, die sagen, boah, ich bin so in meiner Traurigkeit, meinem Schmerz. Ich ersehne mir das eigentlich. Ja. Was kann ich da tun täglich für mich? Ich denke ohne eigentlich, sodass wir uns wirklich
wirklich diesen Raum in uns gönnen. Und wenn wir auf einer tieferen Ebene mit uns in Kontakt kommen, wenn wir in dieses Gefäß hineinfallen, in dieses So-Sein, dann entsteht nolens volens etwas Neues. Und ich finde deine Frage so spannend, Thomas, wirklich so spannend, weil es ist so etwas absolut Typisches, so die Vorstellung, wir müssen etwas tun. Mhm. Und tatsächlich orchestriert sich die Natur selbstorganisierend, autopoietisch ist das Fachwort dafür, aus sich selbst heraus. Was ich damit sagen will, es gibt keinen Manager für den Wind, es gibt keinen Manager für den Frühling, sondern poetisch gesagt, der Lenz küsst den Kirschbaum und die Kirschen erblühen und wir können die Kirschen essen. Das bedeutet, wenn wir das verstehen könnten, dass wir dieses abendländische Denkmodell, das bis auf Aristoteles zurückgeht, dass wir das fallen lassen dieses können. Dieses mentale, zielorientierte, genau. Ich muss was erreichen, ich bin da noch längst nicht. Ne? Ist so wie du sagst, dieses Modell, dass die Handlung nur dann geschieht, wenn ich handle, das heißt, der Handelnde ist immer der Held, wenn ich das gehen lassen kann, dann bette ich mich ein in das große Gewebe des Lebens und das, was getan werden will, geschieht von alleine. Das ist ein spannender Gedanke, das ist ein wirklich spannender Gedanke, weil es eine andere Form des Lebens ist. Und diese Lebensform führt uns in ein großes Vertrauen, wirklich in ein ganz tiefes Vertrauen in das Leben. Und ich selber bin ja ein Beispiel dafür. Ich habe das Privileg, ein wirklich schönes, gut gelebtes Leben zu leben in einem gesunden Körper, in einer schönen Umgebung und im Wichtigsten mit einer wunderbaren Frau und Seelengefährtin seit Jahrzehnten. Ja, lustig, ich erinnere mich an unser letztes Gespräch hier im Studio, als wäre es gestern gewesen, da haben wir nämlich auch darüber gesprochen, wie sehr sind wir selbst Schöpfer unseres Lebens und wie sehr können wir dem Fluss des Lebens vertrauen, sowohl als auch wahrscheinlich, oder? Ja, wir steuern, indem wir mitfließen, das ist so ein Saga von mir. Ja. Ja, wir steuern, indem wir mitfließen, wenn wir das verstehen können, dass wir uns hineinfallen lassen können, ich mag am liebsten sagen, so hineinatmen lassen können, hineinlehnen können lassen, entspannt in das Leben und gleichzeitig hellwach sind, dann steuern wir, indem ich im Fluss des Lebens erkenne, aha, jetzt ruft der Thomas an, jetzt ist die Möglichkeit für ein Gespräch, jetzt könnten wir innerhalb der Familie von Mystica TV über dieses Neue sprechen, über diese Achsenverschiebung, über diesen großen Wandel, in dem wir sind. Und wir haben uns ja alle inkarniert, jeder, der da zuhört, jede, die da zuhört, alle, wir haben uns inkarniert, um bei dieser großen Veränderung dabei zu sein, als Agent des Neuen, als Treiber dieser Evolution. Das ist doch wunderschön. Ja, das ist toll. Und im Vorgespräch haben wir auch festgestellt, ist auch noch astrologisch genau der richtige Zeitpunkt. Richtig. Auch sehr, sehr lustig. So, also du sprichst aus einem tiefen Vertrauen heraus. Wie finden wir dieses Vertrauen, wenn wir es vielleicht noch nicht so haben? Vertrauen ins Leben und dass das Richtige geschieht. Ja, wir finden es, indem wir uns selbst in ein tiefes Ja einlassen. Also dieses ein wirklich tiefes Ja zum Leben. Und in diesem Verständnis, mir fällt, ich bin ja alles andere als ein Bibelzitierer, aber mir fällt wirklich etwas Schönes ein. Jesus hat einmal gesagt, schaut einmal her, der Vater sorgt für die Vögel am Himmel, für die Lilien am Feld, umso viel mehr sorgt er für euch. Mhm. Und das ist so ein taoistisches Verständnis im Grunde genommen. Es ist weniger ein christliches Verständnis, es ist ein taoistisches Verständnis. Lass dich hineinfallen in das, was ohne dies ist. Weißt du, das Leben ist ja ohne dies purer Geist, das Leben ist ja ohne dies pure Liebe, das Leben ist ja ohne dies dieses atmende Werden. Also lass dich doch da hineinfallen und steuere, indem du mitfließt. Und schau, was lässt dich funkeln? Wo sind die Jubelpunkte bei dir? Du hast mich gefragt, wenn ich dieses Vertrauen nicht habe, dann sag ja zu diesem Nichtvertrauen und spür dieses Nichtvertrauen. Und wenn jemand dieses Nichtvertrauen spürt, dann spürt er klarerweise Getrenntheit. Und ich sage es noch einmal, wo sollte Leben von Leben getrennt sein? Wo sollte der große Geist vom großen Geist getrennt sein? Da gibt es das nichts. Das heißt, das finde ich einen wirklich aufregenden Gedanken. Es ist eine Verdrehung in unserer Wahrnehmung. Und diese Verdrehung in unserem Wahrnehmen kommt kollektiv zurück.
Das ist spannend zu sehen. Ja. Das heißt, wir erleben so etwas wie eine schweigende Spirale von Menschen, die das sehr genau verstehen, was ich sage, und die nur glauben, sie seien in der Minderheit. Ja. In Wirklichkeit ist das die am stärksten wachsende Wertegruppe, seit es Werteforschung gibt. Das ist etwas Spannendes zu wissen. Es ist die am stärksten wachsende Wertegruppe, seit es Werteforschung gibt. Das heißt, die Menschen erwachen in dieses neue Paradigma hinein, und dieses neue Paradigma ist geprägt von einer existenziellen Erkenntnis. Wir sind nicht getrennt voneinander. Wir bewegen uns im gleichen Feld des Menschseins. Und das finde ich schon spannend. Ja, absolut. Und da sagst du etwas, was ich auch immer so im Herzen schon fühle. Und ich habe mir dann immer so überlegt, warum wird das gar nicht wahrgenommen als diese starke Bewegung in den Herzen der Menschen? Naja, wahrscheinlich deswegen, weil andere Gruppierungen wie katholische Religion oder Glaubenssysteme oder politische Parteien, die gehen offen in eine Bewegung und zeigen sich in dieser Bewegung, während viele, viele Menschen, die dieses neue Bewusstsein schon teilen, da gehen ja viele, viele diesen Weg, aber es ist gar nicht als einheitliche Bewegung irgendwie im Äußeren wahrnehmbar. Wenn es das wäre, dann würde man, wow, was geht da ab? Aber ja, vielleicht muss das ja auch gar nicht sein. Im Stillen geschieht ja schon diese Bewegung, oder? Ja, und gleichzeitig ist es deutlich, ich sage das noch einmal, ne? Es ist die am stärksten und die am schnellsten steigende Kurve, seit es Werteforschung gibt. Mhm. Das heißt, wenn wir uns die Kurven anschauen, dann können wir sehen, aha, da gab es eine Kurve, das war die Kurve der Landwirtschaft, die hat Jahrtausende gehalten. Dann kam die Industrie, das war viel kürzer. Dann kam die Kommunikationszeit, die ist natürlich auch jetzt. Und wir können erkennen, seit 1983 wurde das wahrgenommen, gibt es eine Kurve, das bedeutet, Menschen entwickeln sich zunehmend im Bewusstsein. Das bedeutet, Menschen beginnen ihr Bewusstsein zu kultivieren. Mhm. Und damit, jetzt komme ich wieder zurück, damit ihr eigenes inneres Neuland, ihre eigene innere Landschaft. Und wie innen, so außen. Wie innen, so außen. So ist das. Das Äußere ist ein Spiegel dieser inneren Landschaft. Und schau, wenn du das aufnehmen kannst, dann hast du einen total praktischen Wert von diesem Gespräch. So ist es. Weil es geht darum, was will ich denn in meiner inneren Landschaft anpflanzen? Was will ich denn pflegen? Was will ich bauen in meiner inneren Landschaft? Und genau das ist aus meiner Sicht Schöpfertum. Genau das ist das Geburtsrecht des Menschen. Das haben Tiere nicht, Engel haben das auch nicht. Wir haben das, dass wir sagen können, was soll mit meinem Leben sein. Und das bedeutet, ich kann den Samen, deswegen deute ich daher, so in meinem Inneren anpflanzen, und dieser Same wird wachsen und er wird sich im Außen in wunderschönen Blüten, in wunderschönen Blättern, in wunderschönen Begegnungen mit Menschen zeigen, und das bedeutet, ein neues Wir ist im Entstehen. Das ist so einer der wesentlichen Aspekte von dieser Achsenzeit, wie sie genannt wird. Historiker nennen sie Achsenzeit, Bewusstseinsforscher nennen sie auch Achsenzeit, Astrologen nennen sie auch Achsenzeit, in der wir sind. Mhm. Das heißt, die Achse der Wahrnehmung verschiebt sich. Wir kommen in ein neues Feld von Wahrnehmung und wir erleben uns nicht getrennt. Wir erleben uns nicht getrennt im großen Konzert des Jetzt. Mhm. Wunderschön. Und du hast schon das Wort Neuland verwendet, das habt ihr geprägt schon seit einiger Zeit. Und es gibt einen neuen Satz, den du mir gemailt hast, und das war für mich Anlass, dich einzuladen. Ein Friede, der kein Gegenteil kennt. Ja. Es ist so schön. Ja. Was heißt das? Man fühlt es eigentlich sofort, was es heißt, aber magst du es nochmal umschreiben? Ja, also ich bin auch glücklicher, als dieser Satz zu mir gekommen ist. Ich habe mir gedacht, schau, es scheint so zu sein, und im Wort Schein steckt, der Schein trügt. Mhm. Der Schein trügt. Es scheint so zu sein, als müsste es diese Dualität geben zwischen Krieg und Frieden. Krieg und Frieden, Krieg und Frieden, Krieg und Frieden. Ja. Und wenn wir genau hinschauen, dann können wir erkennen, dass beispielsweise dort, wo Licht ist, da kann unmöglich Dunkelheit sein. Das bedeutet, dort, wo Liebe ist, übertragen, kann unmöglich Angst sein. Und dort, wo ein existenzieller Friede ist, kann unmöglich Krieg sein.
Und ich habe mir gedacht, um das pointiert zu formulieren, sage ich, ein Friede, der kein Gegenteil kennt. Und Thomas, ich freue mich so sehr, dass du sofort aufgegriffen hast und gespürt hast, genau darin können wir uns hineinentspannen. Mhm. Dahin können wir hineinfallen. Und stell dir mal vor, wir beginnen, so wie jetzt, in einer dialogischen Struktur miteinander umzugehen, in einem schöpferischen Dialog. Und ein schöpferischer Dialog bedeutet, ich höre, was du sagst, ich lausche auf das, was du sagst, ich nehme deine Fragen auf in mich, ich atme sie ein. Ja, und ich fühle. Ich fühle, was du sagst und antworte darauf aus meinem Herzen heraus. Und dann sind wir in Kontakt miteinander und dann sind wir wach miteinander, dann sind wir entspannt miteinander und dann entsteht etwas Wunderschönes, nämlich das Bild erweitert sich auf jeden Fall. Das Bild erweitert sich auf jeden Fall, denn deine Intelligenz und deine Sichtweise und deine Reife trifft auf mich und das Bild erweitert sich und wird größer. Mhm. Und dieses Hick-Hack hört auf. Ja, und das ist wirklich ein Dialog. Das ist Dialog. Was du schon angedeutet hast, viele moderne Wissenschaftler sagen ja, der Mensch kämpft, ist als Raubtier geboren und während in Wirklichkeit die Liebe eigentlich der Urgrund allen Seins ist, finde ich. Ja, Gott ist Liebe und der Mensch war nie als Krieg, als Kampf gedacht. Niemals, niemals. Ja, und das müssen wir nicht alleine tun, sondern wir sind miteinander verbunden, wie zum Beispiel hier zusammen sind wir genial in diesem schönen Buch, auch zusammen mit Martina Haller habt ihr das geschrieben, wunderschöne Worte und Bilder. Ich habe schon kurz reingeschaut und dieses Miteinander, viele wünschen sich das, viele ersehen sich das, wenn ich so in der spirituellen Szene mich umhöre, alle sagen, ja, ja, klar, oh, herrlich. Aber wie kann ich es verwirklichen? Das ist scheinbar ein Lernprozess, in dem wir uns alle befinden. Wir lernen erst, wie geht das denn wirklich, wirklich miteinander zu sein? Ja. Das finde ich wunderschön, dass du das sagst, weil das ist tatsächlich das, was ich auch empfinde. Mhm. Es ist dieses gemeinsame Lernen, dieses gemeinsame Austauschen, dieses gemeinsame Aufeinanderschauen und dieses gemeinsame den anderen gelten lassen. Meine liebste Schwala heißt sie, die sagt an dem Punkt, wir beobachten einander in die Größe hinein. Mhm. Und das ist etwas Wunderschönes. Sie sitzt hier, hallo Schwala, du bist auch gleich vor der Kamera, genau. Wunderschön. Wir beobachten einander in die Größe hinein. Und wir beide, Schwal und ich, wir haben uns gedacht, in der Zeit, in der wir sind, braucht es so etwas wie ein evolutionäres Gefäß. Mhm. Wirklich so etwas wie ein evolutionäres Gefäß, wo wir in einem geschützten Rahmen uns ausprobieren können. Wie ist es denn, wenn ich dich bitte, ganz in deiner Größe zu sein, ganz in deiner Herzenskraft zu sein, ganz auch in deiner Seelenqualität zu sein? Und wenn ich mich daran erfreue, und du mich auch. Das heißt, ich bekomme diesen Raum auch. Und dann haben wir uns gesagt, was wäre nun ein wunderschönes evolutionäres Gefäß? Und wir haben gesagt, etwas, was dieses Vereinigen ausdrückt, das ist ein Verein. Und deshalb haben wir einen österreichischen Verein gegründet, denn österreichische Vereine sind in der Verfassung verankert, das ist wichtig. Österreichische Vereine sind sehr geschützt. In Österreich ist das Vereinswesen mindestens so ausgeprägt wie in Deutschland und in der Schweiz und in England. Mhm. Und daher haben wir gesagt, wir gründen einen Verein und wir nennen diesen Wir in Neuland. Denn es geht um dieses neue Wir und das Wesen, also der Fokus bei einem neuen Wir ist wunderschön. Ist wunderschön. Darf ich in dir sagen? Bitte gern. Ja? Der Fokus lautet, wenn wir so miteinander sind, von Herz zu Herz, dann entsteht ein Bewusstseinsfeld. Mhm. Und dieses Bewusstseinsfeld, Achtung, es kommt ein Fremdwort, ist interindividuell. Das heißt, ich verliere sozusagen meinen individuellen Bezug und lass mich hineinfallen in den gemeinsamen Genius, der entsteht. Und das ist etwas, was es auszuprobieren gilt. Aber es ist wahrscheinlich beides. Ne? Im Inter steckt dieses Verbundensein und im Individuellen ist er trotzdem, ich spüre mich ja trotzdem noch als eigenständiges Licht, aber bin mit vielen anderen Lichtern verbunden. So, ist oder? Es. Das heißt, es entsteht diese paradoxe Situation, du bist ganz du. Ja. Und gleichzeitig, wenn du ganz du bist, bist du auch der andere, auch das andere. Das heißt, die Trennung fällt weg. Und das ist eine Erfahrung.
Also wir können das hören, doch es ist etwas ganz anderes, wenn ich es erfahre und von dem Platz aus spreche, dann kann ich vom Platz des Herzens aus sprechen, dann kann ich entspannt sein, dann kann ich in Kontakt sein mit dir. Und das ist etwas Wunderschönes. Und deshalb haben wir gesagt, wir gründen so ein evolutionäres Gefäß, ich finde diesen Ausdruck so charmant, wir gründen so ein evolutionäres Gefäß als Verein. Das haben wir getan, das heißt, der Verein ist gegründet, er ist genehmigt von der Behörde und wir haben hier einen wunderschönen Kraftplatz im Herzen von Tirol. Da kann vielleicht meine Liebste mehr darüber sagen, das alte Claudia-Schlösschen, und dort ist eine Möglichkeit, wo wir einander physisch begegnen. Und wir haben eine digitale Plattform gezaubert, das war ein Kraftakt. Und das ist eine wunderschöne Seite geworden, wo sich die Menschen darstellen können mit ihren Vorlieben, mit ihren Angeboten und mit dem, was sie gerne nehmen möchten. Also mit dem, was sie geben möchten, wie ein Mystiker, der gibt, und wie jemand, der sagt, und das, was der da gibt, das könnte ich brauchen. Und die beiden können sich verbünden, verbinden, vernetzen, vereinen im Konzert eines Vereins. Sehr schön. Schauen wir uns auch gleich ein Video an, wo man ein bisschen Kraftplatz sieht, und ich freue mich schon, mit Schwader gleich zu sprechen. Aber lass uns dieses Gemeinschaftsthema noch ein bisschen beleuchten, weil, wie gesagt, also viele sehen sich danach, viele können es aber noch nicht verwirklichen, weil wir halt trotzdem sehr, sehr unterschiedlich sind. Ne? Ja. Das ist ja auch das Schöne. Ne? Und manchmal hat man aber schon das Gefühl, ich kann ja mit vielen meinen Mitmenschen überhaupt nicht mehr reden. Zur Zeit der Pandemie hat sich's ja noch verschlimmbessert. Und wir haben immer neue Themen, die natürlich auch von den Medien hochgepeitscht werden, wo immer gesagt wird, die eine oder die andere Meinung. Wie finden wir in dieser verrückten Welt zueinander? Wie können wir dieses Neuland kreieren? Was gibt es da für praktische vielleicht Empfehlungen? Ja, das ist schon so eine kluge Frage. Das ist eine komplexe Frage. Ja. Und diese komplexe Frage verlangt im Grunde genommen eine komplexe Antwort. Und gleichzeitig ist sie sehr einfach. Und gleichzeitig ist sie sehr klar. Wir können auf den Ton unseres Herzens hören. Wir können hören und wir können auf der mentalen Ebene begreifen, dass wir Menschen frequenzspezifisch sind. Das heißt, gleich und gleich oder Ähnliches und Ähnliches zieht Ähnliches an. Und wenn jetzt jemand das hört und er fühlt sich nicht angesprochen, dann ist es wunderbar, denn dann ist das nichts für ihn. Wenn jemand das hört und er sagt, das ist es, wo ich mich einbringen möchte und wo ich verstehe, wo Menschen sind, menschelt's auch. Und gleichzeitig können wir erkennen, dass wir viel mehr sind als unsere Standpunkte, sondern dass wir Standpunkte haben und dass wir diese Standpunkte fließen lassen können, dass wir diese Standpunkte beobachten können. Weißt du, wie so ein Adler, der hinunterschaut auf den Fluss und da sieht er einen Fisch schwimmen und das ist ein Standpunkt, weißt du? Und den kann er loslassen oder er kann ihn anfassen. Das meine ich damit. Wenn Menschen das Gefühl haben, das ist etwas, wo ich mich ausprobieren möchte in einem geschützten, liebevollen, achtsamen Feld, wo es dialogische Strukturen gibt und wo ein Friede zumindest als Intention, als Same gesetzt ist, der kein Gegenteil kennt, dann ist das etwas, was einen Sprung ausmachen könnte in der menschlichen Evolution. Und da habe ich eine gute Nachricht. Darf ich die noch sagen? Ja. Es gibt den Nobelpreisträger Thomas Schelling, einen Thomas wie du, der bekam den Nobelpreis dafür, für seine mathematischen Arbeiten. Und der hat errechnet, dass es einen enorm geringen Anteil braucht, damit ein System sich wandelt. Spannend, gell? Das ist ein ganz kleiner Anteil, damit ein System sich wandelt. Und dieser Thomas Schelling, dieser Nobelpreisträger, sagte, er nennt dieses Gesetz, weil er Amerikaner war, ist ein deutscher Name, er nennt dieses Gesetz the law of the few, das Gesetz der wenigen. Und das ist die gute Nachricht,
dieses Gesetz wurde auf Herz und Nieren überprüft, wirklich. Und es wirkt. Das wusste ich gar nicht. Kennst du aus dem esoterischen Sprachgebrauch oder auch Rupert Sheldrake, Hundertste Affe und diese Geschichten. Ja. Aber dass das sogar ein Wissenschaftler so beweisen konnte, finde ich sehr spannend. Ja, ja. Ja. Ich kann dir noch dazu was dazu sagen. Es gibt eine Reihe von Büchern dazu und es gibt zum Beispiel Lynn McDeckard, diese Wissenschaftsjournalistin, hat ein Buch darüber geschrieben, Die Kraft der Acht. Das heißt, das ist schon ein dicker Wälzer, wo sie weltweit ihre Beziehungen ausgenutzt hat und nachgewiesen hat, schaut her, wenn sich eine kleine Gruppe zusammentut und in der Intention übereinstimmt, das heißt, wenn sich diese Gruppe zusammentut und sagt, wir wollen miteinander in einem Frieden sein und wir wollen die Kunst des Dialoges pflegen und wir wollen, wenn wir unterschiedliche Standpunkte haben, sagen, hey, wie interessant, du siehst es so, ich sehe es so, trotzdem können wir Freunde sein. Oder selbst wenn wir auseinandergehen müssen, dann können wir in Frieden auseinandergehen. Und das ist schon ein neuer Sprung. Mhm. Das heißt, die Zeitqualität geht mit uns, wir leben in dieser Achsenzeit, auch das tragende Element geht mit uns, wir gehen in dieses Luftelement, du hast es vorhin erwähnt, und das bedeutet, das Geistige, das Fluide, das Flüssige, das Nicht-Anhaftende, das Stimmige, das Beherzte, das Beseelte, das ist die Zukunft. Und wir probieren das aus in einem Wir-Raum, in einem Wir-Raum, und in einem Wir-Raum entsteht natürlich ein Wir-Bewusstsein. Und dieses Wir-Bewusstsein ist geprägt von dem individuellen Erkennen. Deswegen haben wir das noch einmal da, dieses Paradoxon. Deine höchste Individualität führt dazu, dass wie der Frühling, der kommt, wie der Winter, der kommt, deine höchste Individualität führt dazu, wenn sie wirklich kristallin ist und reif ist, dass sich dieser Mensch sehr gerne mit anderen verbindet, die ebenfalls dieses kultivierte Bewusstsein haben. Wunderschön. Ja, Arbeit von Lynn McTaggart ist mir auch bekannt, finde ich auch großartig. Wie sehr, und das ist ja auch wieder die Frage nach Wille oder geschehen lassen, wie sehr würdest du sagen, ist es wichtig, auch aktiv etwas dafür zu tun, wenn man sich in diesem neuen Bewusstsein befindet. Damit meine ich, viele hören vielleicht jetzt zu und denken, ja, ich fühle und schwinge ähnlich, fein. Ist es damit schon getan? Oder braucht es einen gewissen Mut, eine Aktivität, um dieses neue Bewusstsein wirklich manifest werden zu lassen? Ja. Auch eine philosophische Frage. Nein, das ist eine der wichtigsten Fragen überhaupt. Das ist eine der wichtigsten Fragen überhaupt. Weil an sich sind wir der Ansicht, dass Wille und Hingabe nicht zusammenpassen. Das heißt, ich will etwas und ich gebe mich hin. Und das passt an sich nicht zusammen. Und hier in diesem neuen Wir, in dieser Wir-Forschung, können wir nachweisen, ich beschäftige mich ja da seit vielen, vielen Jahren damit, dass es diese beiden Dinge braucht. Das heißt, ich brauche den Willen, ich brauche die Absicht und gleichzeitig die Fähigkeit, mich hinzugeben. Das bedeutet, Wille und Hingabe verschmelzen, wie wenn Mann und Frau zusammenkommen, kann ein Kind entstehen. Wille und Hingabe verschmelzen und es entsteht etwas Neues. Und dieses Neue ist ein neues Wir, ein higher Wir, wenn du so willst, ein höheres Wir, das versteht, wir alle sind eingebettet in das große Konzert des Lebens und jeder in diesem Konzert spielt sein Instrument und seine Note und gleichzeitig webt sich im Gewebe des Lebens eine Melodie, die wunderschön ist und die geprägt ist von einem Frieden, der kein Gegenteil kennt. Und das ist Neuland. Wow, was schöne Worte, vielen Dank. Ja, es berührt auch und man spürt die Wahrheit. So, und ihr habt nun tatsächlich ein Zentrum gegründet, du hast es schon angedeutet und gleich werden wir deine Liebste hier zu Gast haben und gleich sehen wir ein bisschen einen Trailer. Gibt es noch abschließende Worte zu diesem, was wir gleich sehen werden von dir oder einen Impuls, den du noch unbedingt unseren Zuhörern erzählen möchtest? Ja, etwas möchte ich noch gerne sagen, weil es ist so ermutigend. Es gibt eindeutige Forschungen, wissenschaftlich auf und ab und absolut gesichert. Es gibt sogar ein Institut dafür in Helsinki, ich sage das einfach, um so eine gewisse Lauterkeit hereinzubringen, die das einfach nachgewiesen haben. Nämlich, dass vor ungefähr 6000 Jahren es bereits eine Zivilisation hier in Europa gab,
diese Zivilisation wird Donauzivilisation genannt, die lebten einen Frieden, der kein Gegenteil kennt. Und das Praktische daran ist, wir können uns gewissermaßen, denn im Bewusstsein gibt es keine wie immer geartete Trennung. Und im großen Jetzt-Raum gibt es auch keine wie immer geartete Trennung. Und die abschließende Botschaft ist, wir können uns andocken an diese Lebensform und wir können sie evolutionär, wie in einem Loop, wie in einem Looping, hereinholen in das Jetzt der Gegenwart und wissen, aha, es hat das bereits einmal gegeben und wir könnten die Pioniere sein, die das wiederum ausprobieren. Und es hat ja einen Sinn, dass du jetzt da zuhörst und es hat ja einen Sinn, dass diese Botschaft zu dir kommt, denn das Wort Zufall bedeutet, es fällt dir das zu, wozu in dir Raum ist. Sehr, sehr schön. Ja. Wunderbar. Also, leben wir das Neue. Ich freue mich sehr. Schön, dir wieder begegnet zu sein. Ich danke dir, Thomas. Jetzt, danke vielmals. Sehr, sehr schön. Und jetzt schauen wir uns gemeinsam die neue Vision an, die ihr schon verwirklicht habt und die weiter wächst. Vielen Dank. Die weiter wächst. Dankeschön. Danke vielmals. Ja. Willkommen, ihr Lieben, am Kraftplatz Claudia Schlössl im Herzen Tirols, im wunderschönen Seendorf Gramsach. 500 Jahre alt ist dieses Schlösschen mit dem denkmalgeschützten Bauernhof. Und die Frau an meiner Seite ist meine Liebste, Schwala Gamper, und mein Name ist Karl Gamper. Und es geht um ein Projekt, das wir von Herzen mit euch teilen wollen, nämlich Wir in Neuland. Und der Untertitel lautet: Unser Verein Wir in Neuland, Akademie und Forschungszentrum für ein neues Wir. Und wir haben diesen Verein begründet, um unserer Vision noch mehr Raum zu geben, dass hier Menschen mitwirken, dass dieses neue Wir an diesem physischen Kraftplatz gelebt werden kann, ausgedrückt werden kann, dass wir hier einen angstfreien Raum geschaffen haben. Seit über 23 Jahren halten wir diesen Platz, hüten wir diesen Platz. Wir sind die Kraftplatzhüter, Karl und ich. Und wir hatten damals diesen Ruf, er war so stark, diesen Platz zu übernehmen. Er gehört der Republik Österreich. Und wir haben sehr viel Zeit, Liebe, Geld reingesteckt, um das Ganze hochzufahren, zu renovieren, zu dem Platz zu machen, der er heute ist. Und wir hatten immer die Idee, hier einen Ort der Begegnung zu schaffen. Das war von allen Anfang an das Momentum, weshalb wir uns in dieses große Projekt hineingewagt haben. Wie Schwala bereits sagte, Eigentümer ist die Republik Österreich und wir sind Besitzer und Inhaber von diesem Platz. Und unser Herzensanliegen ist es, diesen wunderschönen, hochschwingenden Platz mit euch zu teilen, so damit ein neues Wir sich orchestrieren kann. Und es kann sich nur orchestrieren, wenn sich Menschen auch physisch begegnen. Jede digitale Begegnung ist wertvoll und wunderschön und das gehört in unserer Zeit dazu. Doch so diese physische Begegnung, einander in die Augen zu schauen, einander zu spüren, zu merken, aha, so könnte es sein, wenn wir miteinander in einem Dialog sind. So könnte es sein, wenn wir miteinander die Strukturen eines neuen Wir tatsächlich über eine kurze Zeit erforschen. Von Angesicht zu Angesicht und von Herz zu Herz. Und es ist so wunderschön mit euch allen, die das möchten, diesen Platz zu teilen. Es gibt so viele Möglichkeiten, was wir hier machen können. Wir haben um diesen Platz auch nochmal einen ganzen Grüngürtel. Wir sind mitten im Ort und doch haben wir das Gefühl, wir sind völlig frei, weil einfach so viel Platz und so viel Raum außen herum ist. Und damals schon, im Jahr 2000, wurde uns angeboten, dass wir hier Tiny-Häuser hinstellen können, dass wir den Platz pachten können und das Ganze hier erweitern können. Das war natürlich für uns beide viel zu viel und viel zu groß, weil wir hatten alle Hände voll zu tun, das Ganze hier zu halten. Wir sind ja bloß zu zweit. Und diese Vision, die wir immer hatten, letztendlich war es immer die Vision von Neuland, dass wir hier ein neues Wir leben können. Und jetzt kommt es auf den Boden mit euch. Wir alleine schaffen das nicht. Es geht nur in einem Wir. Und daher ist der Verein im wahrsten Sinn des Wortes ein Verein, eine Vereinigung, bei dem wir auf der Ebene des Herzens und auf der Ebene einer guten Sicht auf den anderen etwas entstehen lassen können. Wie Schwala eben sagte, da draußen sind noch 3,5 Hektar Wiesen, die wir dazu pachten könnten. Und es besteht natürlich auch die Möglichkeit, hier
die wunderbaren Ideen einer neuen Zeit zu realisieren. Wisst ihr, wir können deine Häuser bauen mit eurer Hilfe, wo wir ein Modell finden, wie das Ganze finanzierbar sein könnte, die Plus-Energie deine Häuser sind. Wir können hier so viel gestalten in diesem Ort und es ist eine Möglichkeit, eine reale Möglichkeit, die du ergreifen kannst, wenn du willst. Und wir laden dich ein, nimm Kontakt auf mit uns, beteilige dich an dem Verein, werde Mitglied bei dem Verein und lass uns den gemeinsam wachsen. Lass uns gemeinsam diesen Verein auch orchestrieren. Das finde ich spannend. Nicht in ein fertiges Konzept zu gehen, sondern zu sagen, hey, wo sind deine Fähigkeiten? Wo sind deine Jubelpunkte in deinem Leben? Wie können wir diese Ströme miteinander verbinden? Was ist unsere Vision? Was ist deine Vision? Wie können wir die zusammenbringen? Es lässt sich hier so vieles leben und der Traum von einem gut gelebten Leben, den leben wir ja schon seit 23 Jahren und den möchten wir mit euch gerne teilen. Ja, und auch den Traum einer wunderschönen, inspirierenden, liebevollen Beziehung. In diesem Sinne, ihr Lieben, lasst uns in Kontakt bleiben. Schreibt uns, nehmt Kontakt mit uns auf und wir antworten verlässlich. Bis bald. Dankeschön. Wir sehen uns am Kraftplatz Claudia Schlössl. Ja, ihr Lieben, jetzt habt ihr beide erlebt. Karl war bei mir im Studio und wie durch ein Wunder bist du jetzt hier, Schwara. Ich grüße dich. Hallo. Wie durch ein Wunder. Danke für die Einladung. Schön, dass du hier bist. Ja. Ihr wirkt ja schon seit Jahrzehnten zusammen. Du selbst bist unter anderem ja Künstlerin. Und jetzt zeige ich nochmal dieses Buch. Zusammen sind wir genial. Und da seht ihr schon diesen Schriftzug, der zum Beispiel auch von dir gestaltet wurde. Das ist ja eine besondere Art. Seins heißt diese Kunstform. Magst du da mal erzählen, wie das entstanden ist, wie du da arbeitest? Naja, ich suche ja schon, ich habe damals seit vielen Jahren nach meinem Ausdruck gesucht und vieles ausprobiert, vieles erforscht und du weißt ja, wie das ist, du sammelst. Ich sage immer, ich sammle Perlen, die am Ende einer Perlenkette ergeben. So habe ich dann eins nach dem anderen gelernt, geübt und habe gesucht, was ist denn mein Ausdruck, was soll denn das sein? Und gehe ja schon einen sehr langen spirituellen Weg und irgendwann kamen durch eine Ausbildung, wo wir lernen konnten, essentielle Statements zu empfangen, kamen diese Sätze zu mir und diese Worte. Und ich habe mich erinnert, dass ich ja Kalligrafie gelernt habe und dachte mir, okay, diese Worte, die jetzt so in rauen Mengen zu mir kommen, die will ich jetzt einfach mal aufschreiben und habe die dann mit Pinsel und Tusche geschrieben und so ging das los. Und dann kam eins zum anderen. Und dann kamen wirklich die ersten Menschen, die gesagt haben, Schwala, das hat so eine hohe Energie, was du da schreibst. Das geht so, das ist so berührend und du musst unbedingt was damit machen. Und so kam das, dass wir dann auch letztendlich also viele Produkte rausgebracht haben, weil ich wollte wirklich, dass es in großen Mengen in die Welt geht und nicht mit Originalen, die nachher in einer Galerie hängen und jemand kommen musste, das dann kauft, und, sondern ich wollte, dass es jeder kaufen kann, dass es jeder sich leisten kann. Und wir haben dann von Emoto damals schon den Schriftzug Stille testen lassen, also testen. Er hat ja dann diese Wasserkristallaufnahmen gemacht und es war ganz schnell, dass es dann ein Ergebnis gab, was dann sensationell war. Und er hat dann auch gesagt, das sei eines der schönsten Kristalle seiner Karriere. War schon wirklich wie so ein Gütesiegel, ja. Und dann ist eins zum anderen gekommen. Das mache ich jetzt seit 15 Jahren, habe ich den Online-Shop, Seinshop Tirol, wo wir dann ein Produkt nach dem nächsten selbst kreieren und Kerzen, alles Kerzen mögliche, was und aus Bauernleinen und Gläser und also es ist alles, wo irgendwie ein toller Schriftzug drauf kann, setzt mir um. Wunderbar. Ja, schön. Das ist eine tolle Arbeit, also ich bin da unheimlich dankbar für. Sehr schön. Ja, freue mich sehr und finde es auch toll, begegne mich auch immer wieder deine schönen Worte. Ne? Ja. So, und du lebst nun mit dem lieben Karl zusammen, ihr wirkt zusammen und das ist ja auch spannend. Ich finde das auch symbolhaft für die neue Zeit so wesentlich, dass immer mehr auch Paare sich finden und gemeinsam wirken. Wir haben gerade von Dunja und Mike gesprochen zum Beispiel und einige andere liebe Freunde, die wir auch kennen. Ich finde, das ist so die neue Zeit, das ist was Besonderes. Wie schnell war euch klar, dass ihr auch sozusagen zusammen wirken wollt, abgesehen von eurer Liebesbeziehung? Wie schnell war das klar? Das war sofort klar. Sofort. Also weil wir haben uns getroffen 1989 und es war am gleichen Tag klar, dass wir zusammengehören.
Wow. Und so, wirklich, wir haben uns erkannt und haben gewusst, also mein Kopf hat noch ein bisschen gezweifelt, wie das so ist. Er lacht selig, er lächelt selig, ja. Und ja. Meine Seele wusste, ich habe meinen Mann gefunden. Mhm. Und das war mir dann ganz schnell klar. Und am nächsten Tag haben wir uns wieder getroffen, haben unsere Kinder mitgebracht. Er hatte einen Sohn aus erster Ehe, er war schon getrennt, Gott sei Dank. Ich hatte eine Tochter und war auch frei. Also wir waren wirklich sehr bereit füreinander. Und ich weiß noch sehr gut, dass wir dann damals sehr viel geredet haben. Und es geht überhaupt mit Karl, geht das so super. Also wir haben stundenlang geredet und das geht auch bis heute nicht zu Ende. Wir reden ohne Ende. Es ist wirklich, braucht nur einer zum Bäcker gehen und zurückkommen und dann reden wir eine halbe Stunde. Ja. Also kurzum haben wir damals gesagt, wir geben uns der Liebe hin. Mhm. Wir geben uns einander hin, das war uns wichtig. Wir geben uns aber in erster Linie der Liebe hin, weil wir durch verschiedene Reinkarnationserfahrungen und Erinnerungen, die aufgetaucht sind, gewusst haben, wir haben viele Leben schon zusammen verbracht, die aber jedes Mal leider mit dem Tod enden mussten von einem von beiden, weil das durch verschiedene Stände in der Gesellschaft durfte diese Liebe nicht gelebt werden. Mhm. Das war so unsere Erkenntnis. Mhm. Ob das nun so war oder nicht, wir haben das so gespürt und hatten das Gefühl, das ist das erste Leben, wo wir unsere Liebe leben dürfen. Und zwar frei und offen und ohne, dass wir die verstecken müssen oder sogar dafür bestraft werden. Mhm. Und uns war klar, dass wir diese Liebe nicht nur für uns in unseren vier Wänden leben, sondern dass diese Liebe so groß ist, dass wir die mit anderen teilen dürfen. Mhm. Und sollen sogar. Und das tun wir. Ja, ist halt so ein bisschen wie Botschafter auch, ne? Dieses Miteinanderseins. Ein Botschafter, dass es möglich ist, dass Mann und Frau so lange Zeit in Liebe miteinander verbunden sein können, diesen Weg gehen dürfen, ich sage gerne bis ans Ende der Allee, und in Liebe verbunden sind und sich gegenseitig in die Größe hinein beobachten, sich gegenseitig fördern und unterstützen und einfach interessiert daran sind, dass der andere sich entfaltet und nicht in diesem Machtkampf enden muss. Und also da passieren ja so schlimme Dinge und wir können das oft gar nicht verstehen, weil es ist einfach so nährend und so unterstützend, wenn man einen Partner hat, der an der Seite ist, und es wird alles noch viel sinnvoller. Es macht einfach viel mehr Sinn. Und was ist so das Geheimnis, damit eine Partnerschaft so lebendig bleiben kann, wie du es jetzt erzählst? Dass einfach nichts selbstverständlich ist, überhaupt nichts. Und selbst wenn der Karl mir jetzt ein Glas Wasser bringt, ist es überhaupt nicht selbstverständlich. Mhm. Und ich sage danke und freue mich, dass er es tut. Mhm. Und er muss es nicht tun. Und dieses jeden Moment neu sein miteinander und wertschätzend in Achtung und Würde, weil wir sind in offenen Händen miteinander verbunden. Da gibt es zwar ein Ja-Wort durch eine Ehe verbunden, und gleichzeitig haben wir das so überprüft, ob wir das wollen, weil wir wussten, wenn wir bereit sind, wirklich bis ans Ende miteinander zu gehen, dann machen wir das vorher nicht. Also es ist überhaupt nichts leichtfertig, sondern es ist total überprüft gewesen, und das zeigt sich einfach jetzt. Ne? Gerade in Zeiten wie diesen jetzt, ne? Wo wir einfach merken, es ist so wichtig, dass mindestens zwei zusammenhalten. Ja, mindestens zwei, weil das neue Wir besteht ja aus mindestens zwei Personen. Also ich meine, ein Wir sind zwei Menschen. Und wenn die auch noch in Liebe verbunden sind, dann ist es doch was Fantastisches. Und wenn die das wirklich können und verstehen und das mit anderen teilen, dann kann ein Dritter dazukommen. Bei dem Buch ist es zum Beispiel Martina gewesen. Genau. Wir haben dann gesagt, okay, liebe Grüße. Gerne. Ja. Wir lassen uns jetzt einfach noch mit jemandem Dritten ein und wir lassen uns mit noch mehr Menschen ein. Das ist ein Experiment, weil wir alle wissen, wir sind ja auch alle geprägt und haben viele Wir-Wunden davon getragen, jeder von uns. Und ich habe ja auch viele Jahre in Wohngemeinschaften gelebt und in einer Großfamilie mit 7 Kindern. Und der Karl war so die kleinste Einheit, die ich je erlebt habe in meinem Leben. Und jetzt durch den Verein, den wir begründet haben, ist es jetzt für uns auch nochmal ein neues Öffnen in das Wir hinein. Das ist für uns auch spannend. Ja? Das ist überhaupt nicht vorprogrammiert, dass alles gut geht. Mhm. Sondern es wird einfach auch Spannungen geben. Genau. Es wird möglicherweise, wir fragen uns vielleicht manchmal, wo ist denn jetzt der Friede, der kein Gegenteil kennt? Das kann passieren, dass der einfach im Moment vielleicht zu suchen ist. Aber wir haben diese Ausrichtung, wir haben diesen Fokus, wir möchten das, wir wollen das. Und wir haben an unserem Platz einfach einen angstfreien Raum geschaffen, wo zwar Ängste sein dürfen, aber sie werden nicht geschürt und sie werden nicht vorausgesetzt, ja? Wie es in der Gesellschaft einfach jetzt ist. Es wird einfach an allen Ecken und Enden Ängste geschürt. Und bei uns kommen die Menschen her und dürfen einfach einen Moment bei ausatmen, bei sich ankommen
und in diesem Miteinander sein. Und ich glaube, wir haben alle so sehr lernen dürfen im Laufe unserer langen Laufbahn, die wir alle schon gehen, spirituelle Laufbahn, wie wir uns andocken können. Das wissen wir alle ganz genau, wie wir in unseren inneren Frieden finden. Nur was wir nicht wirklich wissen, ist, wie geht das, wie kann ich meinen Frieden finden, wenn ich jetzt mit dir im Gespräch bin. Richtig. Währenddessen, ja. Wenn ich noch mehr Menschen dabei habe, wenn vielleicht unterschiedliche Meinungen im Raum sind und das Ego reinplatzt. Ja? Weil gerade wollte ich sagen, dieser Platz, wo keine Angst herrscht, den finden wir natürlich im Herzen in der Liebe. Mhm. Aber wie können wir das jetzt miteinander teilen und wie können wir den Raum öffnen? Richtig. Ja, das ist ja wirklich die spannende Frage. Und das ist das Experimentierfeld, auf das wir uns jetzt einlassen mit dem Verein, wo wir auch sagten, okay, jetzt sind wir seit 23 Jahren am Kraftplatz Claudia-Schlössl, haben ein wunderschönes Ferienhaus und seit der C-Krise kommen ja jetzt auch Menschen, die vielleicht nicht unbedingt so frequenzspezifisch sind mit uns, die durch Ferienhausanbieter kommen und wir gemerkt haben, wir haben den Platz jetzt nicht gehalten und sind so unserer Vision treu geblieben, dass wir jetzt einfach Gott in die Welt reinlassen, sondern wir wollen das jetzt wirklich für Gleichgesinnte wirklich öffnen und auch dabei belassen, dass dann letztendlich nur noch Vereinsmitglieder dann auch den Platz nutzen können, weil da kann das wirklich entstehen, das Neue. Und was ist so die Vision im Idealfall? Was darf daraus entstehen? Was darf daraus entstehen? Boah. Dass man kann es auch offen lassen, ne? Man kann es offen lassen, ja. Nur das ist wir wirklich, wie Karl auch vorhin geschildert hat, von dieser Zivilisation, die bewiesen ist vor 6000 Jahren, dass es einen Frieden gab, der kein Gegenteil kennt. Sie haben keine Waffen gebraucht, sie haben keine Hierarchien gehabt, das ist alles nachweisbar und dass sowas möglich ist. Und wenn es nur im kleinen Rahmen ist, wir haben seit 2 Jahren eine Gartengruppe bei unserem Grundstück, wo Menschen aus der näheren Umgebung gemeinsam einen Garten anbauen. Bei uns wachsen die Kinder auf, bei uns wachsen Enten auf. Ja? Mhm. Wir haben gerade eine Entenzucht, eine kleine. Und es ist alles so lebendig und so vom Herzen getragen. Ja? Dann ist der Gartenbau eigentlich Nebensache. Ja? Das passiert einfach, das wird gemacht. Doch das Wahre ist, dass die Begegnung stattfindet, dass die Menschen sagen, hey, hier fühle ich mich total wohl, hier fühle ich mich gesehen und hier fühle ich mich verbunden. Und das ist ein kleines Feld, wo wir lernen dürfen, wie das im Großen sein darf, dass es wachsen darf. Das ist meine Vision. Ja, so wunderbar, lieber Schatz, was du eben gesagt hast, liebe Chwala, so großartig, dieses Wir, wenn wir das gemeinsam so miteinander orchestrieren. Was ist denn so dein erster Impuls jetzt am Ende von diesem wunderbaren Dialog? Das Wunderbare ist, dass wir wirklich heute reingesprungen sind und nicht wussten, werden wir jetzt gemeinsam auftreten, wie machen wir es denn, weil die Gegebenheiten im Grunde anders geplant waren. Und jetzt sitzen wir beide da und haben die Möglichkeit, miteinander zu reden. Und das finde ich so großartig, dass unsere Botschaft auch in die Welt darf auf diese Art und Weise. Weil das ist, ich gestalte, indem ich mitfließe. Ich steuere, indem ich mitfließe. Das passiert. Wir sind einfach alle mitgeflossen, der Thomas genauso. Und es ist einfach wunderbar, dass wir das jetzt so machen. Ja, ganz großartig. Und wenn ihr ebenfalls mitfließen wollt, wenn ihr ebenfalls euch einlassen wollt auf die Überraschungen des Lebens, auf diese Koinzidenzen, auf diese Zufälle, die passieren, dann kommt euch herein in dieses wunderschöne evolutionäre Gefäß, das wir euch anbieten in Wir in Neuland. Und es ist so schön, mit dir das zu machen, Karl. Ich freue mich so drauf auf die nächsten Schritte, weil wir haben ja schon wirklich viel erlebt und viel auf den Boden gebracht. Und dass wir jetzt so quasi wirklich auch in unserer Ehe so Beziehung die nächste Stufe der Evolution betreten, ins Unbekannte hineingehen, das ist für uns beide sehr spannend, weil wir wissen, wie das mit dem Wir ist. Ne? Ich habe ja gestern zu dir gesagt, Karl, wir sind doch eigentlich Eremiten, wollen wir das wirklich mit dem Wir? Ja? Aber genau darum geht es ja, dass wir aus diesem Eremitendasein wirklich auch heraustreten dürfen und sagen, ich bin nicht isoliert, ich bin nicht getrennt, ich bin verbunden mit meinen liebsten Menschen und darf die nächsten liebsten Menschen mit im Feld begrüßen. Es sind ja alles Herzensmenschen, es sind ja Menschen, die mit uns gehen wollen und sind Herzensfreunde und ich freue mich riesig drauf, ich freue mich auf euch. Wenn ihr dabei sein wollt, wir haben kein fixes Programm. Wir werden das alle gemeinsam gestalten und wir werden uns überraschen lassen von dem, was sich zeigt. Denn Neuland ist für uns alle neu. Und Neuland beginnt innen in uns. Richtig. Das ist das Wunderschöne. Und diese innere Landschaft, die können wir gestalten. Und wie das geht, das ist wirklich unser
unser Lebensthema. Also genau. Das haben wir wirklich erforscht, oder? Ja, ja, aber wirklich. Ja. Also ich danke euch, ich danke dir, ich danke dem Thomas, dass wir die Gelegenheit haben, euch das im Konzert von Mystica darzustellen. Und wenn du den Ruf hörst, dann sende uns ein Signal und wir antworten verlässlich. Dankeschön. Danke.